willkommen, hochwerte Zuschauer, zu einer weiteren Episode von Exploding Hamster ohne Internet. Die Frage ist, wie kann ich es dann hochladen, wenn ich kein Internet habe? Die Antwort ist, ich kann es nicht in diesem Moment hochladen, weil ich kein Internet habe. Und ich kann auch diesen Moment nicht online spielen, weil ich ebenfalls kein Internet habe. Gut, und deswegen spiele ich gerade jetzt ein paar Singleplayer-Spiele, oder will zumindest spielen, und damit ihr auch irgendwie irgendwann dann was davon habt, zeige ich euch gleich mal mit dazu. Die letzte Chaos-Kampagne mit Codex Sanita ging ja in die Hose, deswegen starten wir jetzt mal eine Kampagne im Space Hulk. Und ich glaube, vor vielen, vielen Monaten bis Jahren habe ich irgendwann mal gespielt, deswegen beginnen wir einfach mal von vorne mit dieser Space Hulk-Mission. Like the board game. Spielen mal auf der Schwierigkeitsstufe wie das Brettspiel. Our boarding torpedoes have breached the sin of damnation, and the sound of our bolters rings true through its corridors. It is imperative that we secure the beachhead before the gene stealers can mount a coordinated counterattack. All flanks must be secured to give us time to reinforce our position. Sergeant of the squad. Jeans-Dealer ausschalten und mindestens ein Terminator muss überleben. Das kriegen wir hoffentlich hin. Also das wird jetzt so eine ganze Reihe. Also während ich jetzt noch kein Internet habe, beziehungsweise während ich gerade nichts hochladen kann, möchte ich trotzdem ein paar Videos aufnehmen. Und vielleicht gefallen euch ja einige der Spiele. Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht geben auch diese Spiele, die am meisten interessieren, mehr Views. Und in dem Fall weiß ich, okay, von den Spielen wollt ihr mehr sehen. Oder auch nicht. Okay, was machen wir hier mit Klick, Linkstaste, platzieren. Brother Dino und Brother Goriel wollen hier kämpfen. Ein Jeans-Dealer ist da. Gut, viele Optionen habe ich ja nicht. Also Lorenzo, nee, Squad Lorenzo. Kommst du mal hier hin und du kommst hier hin, ne? Viel mehr geht er ja gerade nicht. Er wird rein teleportiert. Facing Silence, perform Attack, Light Clash, blablabla. Firing Stone Power, cost 1 MP, with an effect, cost 2 MP. Hit or miss, Hit killed the target, blablabla. Okay, wenn man trifft, dann ist der Jinx wieder tot. The number of dice, alles funktioniert alles mit Würfeln. Ich habe tatsächlich das richtige Brettspiel Space Hulk, das vor einiger Zeit neu rausgekommen ist, habe ich mir damals gekauft, als ich in Neuseeland war. 31% Chance, den Gegner zu treffen. Wir haben 4 Command Points, können 4-mal schießen. Am besten wäre es eigentlich, wenn beide schießen könnten. Und ich glaube, wenn ich mich bewege, was haben wir hier? Overwatch, Stormbolter, kostet 1. Ich glaube, wenn ich mich bewege, schieße ich automatisch. Set Move and Fire Target. Aber ich glaube, nur das Spiel gerade das hier einfach. Nur so. Feuer! Oh, das hat ja geklappt. Can move to any lit time. Numbers inside indicate number of other. Okay, Action Points, bla bla bla. Moving forward costs 1, moving backward costs 2. Okay. Okay. Verstehe. So, jetzt bewegen wir uns hier nach links, nehme ich mal an. Ich kann mich schräg bewegen, das ist gut. Kann ich in der Zwischenzeit eigentlich wechseln? Ich kann, so wie es aussieht. Moving. Ich mag das, gefällt mir sehr gut mit der Kamera. Yes, my lord. Und ihn stellen wir mal. Puh, alles ganz schön eng hier. Und die Jeans-Dealer können von überall kommen. Wo stellen wir uns da am besten hin? Oh, ich habe noch extra Command Points, die ich glaube ich einsetzen kann in irgendwie bestimmten Zeitpunkten. Wie kann ich mich eigentlich drehen? Ja, so. Und habe ich noch Overwatch? Wenn ich einen Point ausgebe, dann ja. Und mit ihm kann ich hier hingehen. Kann mich anschließend nach rechts drehen. Oh. Oh,
ich sehe gerade, ich habe hier nur eine begrenzte Anzahl von Zeit für meinen Zug. Interessant. If you want to turn your Terminator, click. Okay, das haben wir jetzt gerade auch schon gesehen. Das ist also die Tutorial-Mission. Gar nicht schlecht, dass es die gibt. Okay. Sollen wir uns darüber bewegen? Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Auch wenn wir uns Angreifer machen. Autsch. Sonderlich viel sehen tun sie ja nicht. Overwatch. Guardrail. Weapon at the ready. Jetzt hoffen wir mal, dass wir richtig stehen. End turn. Overwatch, okay. Was muss ich eigentlich machen? Muss ich da hingehen und die Dinge aufschalten? Yes, Commander. Möglich. Holding position. Probieren wir das einfach mal aus. Wir gehen dahin. Ich glaube zwar nicht, dass das der Fall ist, aber brothers. Vielleicht schon. Jeans, die das sind Blips. Okay, Blip kann 1 zwischen 3 und 1. Okay, verstanden. Und ist da jetzt ein Blip? Sieht aus, als wäre da jetzt ein Blip. Nein! Nein! Oh, shit. Was machst du? Brother Dino? Kann ich das rückgängig machen? Ach, ein Glück. Okay, in dem Fall bewege ich mich lieber einmal rückwärts, weil es sieht so aus, als kommen jetzt Gegner von der Seite. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich muss hier gar nicht so offensiv vorgehen. 4 Punkte, um mich hier rumzubewegen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Okay. Okay. Das mit dem Bewegen muss ich noch üben. Securing position. Gut. Und jetzt kommen von hier wirklich die Xenos aus. Oh. Mein Gott. My bolter has failed. Was für beeindruckend. Oh nein. Weapon malfunction. Weapon malfunction, ja toll. Jetzt? Zwei Punkte zum Drehen. Resuming fire. Zum Unjammen. Und dann Punkt zum Treffen. You shall be cleansed. Na, das geht doch. Das geht doch. Mit dir gehen wir rückwärts. Das ist doch gar nicht so schlecht, rückwärts gehen. Auf jeden Fall spart sehr viele Lebenspunkte. Okay, du kannst jetzt leider nichts machen, aber ich lasse dich einfach mal hier stehen. My weapon is jammed. Clear to fire. Weapon malfunction. Meine Güte. Bolted Jams, ach so, wenn die Doppel-6 rollen, dann ist sie gejammt. Okay, und Blip Scene, und Blip Scene, und Jeans, der Price Far, okay. On each level there are entry areas from which Blips enter play. A Blip may spawn instantly or lurk in an entry area to build up in numbers before attacking. Okay, verstehe. Wir klicken Unit Selection in Movement Speed. Achso, die Animationsgeschwindigkeit kann verändert werden. Das ist doch gut. Obstruction removed. Wo kommt der nächste Jeans-Dealer her? Ich sehe gerade nichts.
Objective log. Wo war das? Wo ist eigentlich das Optionsmenü? Hier. Also, ich sehe jetzt nicht, wo ich das einstellen kann. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Affirmative. So lange dauert das Ganze nicht und ich glaube, so viele Truppen hat man eh nie. Watching for enemy contact. Also irgendwas. Angeblich habe ich ja nur eine 30% Chance zu treffen, aber so wie es aussieht, habe ich gerade die Beachhead secure. You have done your duty to the Imperium. Gut, also wir haben mit unseren Personal Planner Unlock. Nice. So, also wie es aussieht, haben wir mit unseren Terminatoren uns einen Brückenkopf hier gesichert, indem wir dieses Space Hulk angegriffen haben und ich weiß gar nicht, was wir uns gerade davon. The Space Hulk structure is treacherous. A collapse has left Brother Terminator Zael stranded. With his teleport homer inactive, he must be retrieved by more direct means. Alles klar. Sergeant of the squad, accept your orders. Your troops are scattered. Terminators enter here. Multiple Genestealer Satyrs detected in these areas. Only one brother is close enough to render assistance in time. You must reach Brother Zael before he is overrun by the enemy. Verstanden. Und Brother Zael ist vermutlich hier oben. Give new teleporter homer to Zael. Teleport out. Alles klar. Wir retten dich, Bruder Zael. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Als hätten sie es geahnt, es würde mal so ein Spiel rauskommen. Das ich übrigens noch nie gespielt habe. Okay, mit einem Flammenwerfer kann man Regionen blockieren. Verstanden. To destroy a door, select your storm bolt assault cannon melee attack and click on the door. Kostet 1 AP. Verstanden. Das ist also Bruder Zael. Und wie es aussieht, kommen gleich. Oh. Wir sind nur zu zweit. Okay. Hast du die Türe verfehlt, Bruder Goriel? Ich bin nicht beeindruckt. Ehrlich? Türe widersteht den Angriff? Oh Mann. 6 plus, ich brauche nur eine 6, das heißt, ich habe nur eine Chance von 1 aus 6, dass das funktioniert. Das ist leider nicht ganz so optimal. Sieht es aus, als kommen bald sehr, sehr viele Tyranniden aus diesen Spawn Points. Wie viel Munition habe ich denn? 6 Stück. Es ist wahrscheinlich nützlich, den einzusetzen. Wie viele Punkte haben die? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das würde genau reichen. 1, 2, 3, 1, 2. Aus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich mir noch einen Schritt nach hinten stelle, müsste das eigentlich in Ordnung sein. Die müssten mich eigentlich, dürften mich eigentlich nicht erwischen. Mal sehen, ob das auch wirklich so stimmt. Die Türe kriegen wir nicht auf. Den einen Command Point spare ich mir. Na also, genau richtig. Okay, dann schießen wir mal auf euch. 83% Chance, die Gegner zu treffen. Und ich glaube, ich bewege mich lieber einen Schritt zurück und schieße dann. Dann müssen sie nämlich noch durch ein Feuerfeld gehen, falls sie... Ein
Los geht's. Aber das hat ganz gut funktioniert. So, jetzt kommst du dran, Brother Goriel. Du hast dich vorhin schon extrem schlecht geschlagen. Ich habe versucht, diese leblose Türe aufzumachen. Vielleicht bist du diesmal besser. Eins. Nein. Zwei. Nein. Drei. Nein. Beeindruckende Leistung, Brother Goriel. Beeindruckende Leistung. Und, oh nein, da kommt ein Genestealer von hinten. Oh Gott. To pass and carried object to carrying Terminator must be facing the receiving. Okay. Ja, wäre natürlich schön, wenn ich das machen könnte. Dummerweise geht diese Türe nicht auf. 31% Chance zu treffen. Nein. Chance zu treffen? Nein. Targets. Oh, die Tür ist offen. Es sind nur dummerweise drei Genestealer da. Die wir jetzt mit unseren zusätzlichen Command Points erledigen müssen. Das ist natürlich sinnvoll. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, warum ich vorher so schlecht getroffen habe. Ich hätte sie lieber aufschießen sollen, anstatt aufschlagen. Aber hätte gedacht, dass so eine Türe so beweglich ist. Das hätte ja auch keiner ahnen können. Okay, als erzielt. Okay, einen Schritt zurück. Und dann Flammenwerfer. Das sieht doch gut aus. Es gibt zwei Genestealer. Ich glaube, ja. Schießen wir mal so. Ja, das wäre mal Universum, sowohl in Fantasy als auch in der Science-Fiction-Version. Na, wollt ihr nicht durch die Flammen laufen? Schade. Kommen sie damit in Reichweite? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, kommen sie nicht. Das heißt, ich kann mich hier locker flockig mal einen Schritt zurückbewegen, ohne Angst zu haben. Es sei denn, Jeans, die da haben auch Command Points. Das wäre natürlich dann blöd. Aber dann kann ich auch nichts machen. Okay. Und jetzt ist eine ganze Menge. Holy crap, das ist eine Menge. In dem seine Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Mal so schnell es geht, ihm zu helfen. Eins. Oh nein, den muss ich extra umdrehen. Zwei. Drei. Vier Bewegungspunkte. Und einmal alles anzünden. Der eine hat sogar überlebt. Aber er muss ja immer noch. Der zwei haben überlebt. Das finde ich nicht gut, aber er muss ja noch einen Schritt durch die Flammen machen. Und ich hoffe mal, dass er dabei drauf geht. Moving out. Wir müssen noch diese eine Runde überstehen, dann haben wir gewonnen. Okay. Machen nicht.
Jetzt geben wir ihm das Teleporter-Beacon. Schön, wie sie hier so durch die Wand glitschen. Our brother is returned to us. Jetzt haben wir gelernt, the enemy has been denied a victory. Wie man einen Flammenwerfer benutzt, was ja auch nicht übel ist. Na, Squad Lorenzo is under attack. With the return of Brother Zale, your brethren were tasked with locating an aging control room just beyond the perimeter. However, okay. Fighting around the beachhead has drawn more gene stealers than expected out of hiding. Our forces must break through before they are cut off. Okay, wir müssen Sergeant of the squad, accept your orders. Hier oben nach hier unten kommen, so wie ich das sehe. One squad is available for your command. Terminators enter here. Oh, nein, da. The enemy approaches from these points. Get the squad safely to the exit zone. Verstanden, wir bringen sie sicher raus. Reaching the objective in time is vital to the battle plan. Protect your flanks and do not underestimate. Okay, ihr sagt mir zwar nicht genau, was der Battle Plan ist, aber es ist scheinbar wichtig, dass wir durchkommen. Und genau das machen wir auch. Sergeant Lorenzo and Sergeant Gideon. Highly experienced combat veterans trained to each command, so they will follow without question. Plus 1 zum Würfel im Nahkampf. Okay. Und, wow, Command Points darf man nochmal neu rollen. Was auch immer das bedeutet. Okay, wer kommt ganz vorne hin? Ich hoffe, Sergeant Lorenzo hat nicht nur ein Schwert, sondern auch einen Bolter. Aber nur um sicher zu gehen, dass ich hier keinen Mist baue. Noctis Dino Goriel Zaya. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, am Anfang unseren Flammenwerferfreund mit 1, 2 nach vorne zu bringen. Dahinter Brother Noctis. Dann Lorenzo. Und dann euch zwei. Gut. Ich hoffe, das hat funktioniert. Der blockiert auf jeden Fall schon mal relativ schnell. You now have all the basic knowledge you need to play Space Hard. To learn more about the game, we will say blah, 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 blah. Okay. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Brother Lorenzo, wir glauben an dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, solange wir uns hier bewegen, kann uns erstmal nichts passieren. Also bewegen wir uns erstmal so schnell wie möglich nach vorne. Brother Noctis, du kommst gleich hinterher. Oder wie viele Fälle sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis hier sind wir auf jeden Fall mal sicher. Sergeant Lorenzo, du hast auch einen Sturmwarter, aber auch einen Power Sword. Du kommst auch mit einem Punkt hinterher. Und mit dem. Mit Dino kann ich eh nichts machen. So. Wie kann ich eigentlich meine Kommandopunkte nochmal neu rollen? Keine Ahnung. Egal. So, da kommt der erste. Und keiner kann ihn sehen, weil er leider blockiert wird von den ganzen Panzer, den diese Space Marines tragen. Wahrscheinlich wäre es am besten, unseren Flammenwerferbruder nach vorne zu stellen. Kann ich ihm an ihm vorbei? Nee, kann ich nicht. Damit er den Gang vorne blockieren kann. Naja. Ich glaube, das wäre am besten gewesen. Können eh nicht mehr schießen. Also bewegen wir ihn mal vor. Wir schießen so lange die Tür auf. Ich hätte auch vielleicht die andere Tür aufschießen sollen. Na gut, egal. Eigentlich sollte ich hier so schnell durch wie möglich. They come. Boah, das sind gleich drei.
Gut, dass er hier steht. Also optimal hat es nicht geklappt, einer lebt noch, aber immerhin. Soll ich ihn jetzt zurückziehen? Na, er muss eigentlich hier den Rücken sichern. Kann Sergeant Lawrence so hier hinstellen? Auf Overwatch, ich glaube, der wird sich gut schlagen. Auf jeden Fall, wenn so ein Bolter nicht die ganze Zeit. Oh, scheiße. My aim is true. Clear a path. Oh scheiße. Befürchte, ich habe vergessen, dass ich nur 2 Minuten Zeit habe für einen Zug. Das hat ja schon mal super geklappt. Leistung. Bringt das was, den hier anzugreifen? Drive them back. Ich glaube, das war sehr knapp und sehr riskant. Jetzt müssen wir uns hier langsam zurückziehen. Die Frage ist, wie machen wir das am dümmsten? Langsam, Schritt für Schritt. With all due haste. Order confirmed. Holding. Overwatch kann er auch nicht. Meine Kommandopunkte will ich eigentlich behalten. I shall hold. Also hoffen wir, dass das eine gute Idee war. Meine Güte, die Boden sind einfach beeindruckend. Oh Gott. Schieß nochmal die Türe kaputt. Passage clear. Watching for enemy contact. Kann ich eigentlich an ihm vorbeischießen? Ja, ich kann. Und ich glaube, das machen wir dann auch. Oder? Kann ich an mich vorbeischießen? Ich bin mir nicht so sicher. Wird mein Terminator auch sterben? Wenn ich ihn angreife? Man weiß es nicht. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Nein! Das wollte ich nicht. Der sieht irgendwie ziemlich groß aus. Das ist aber nur ein Fehler. Initiating attack.
das? Gemacht, Bruder Lorenzo. Der Jeans Dealer. Hier, komm, lauf, 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 lauf. Scheiße, ich kann nicht. Oh Gott. Ich sehe langsam so die Problematik, die sich hier ergibt. Hier kann ich hinschießen. Ich denke, das mache ich, dann blockiere ich ihn wenigstens ein kleines bisschen. Ich habe nur noch einen Squad wieder. Lorenzo weitergehen. Ich sollte mich trotzdem umdrehen, nur um sicher zu gehen. Falls einer durchkommt. Das dauert dann zwar alles ein bisschen länger, aber das macht nichts. Holding position. Wir haben einen unserer Brüder verloren. Unnötigerweise. Overwatch kostet 2, das heißt, ich muss es jetzt machen. The enemy will fall before me. Gut. Oh ja, schieß, schieß. Oh nein, da kommen noch mehr. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn unser Flammenwerferbruder hier vorne gestanden hätte. Nicht an unserem Bruder vorbeischießen. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Watching for enemy contact. Dann bewegen wir uns einfach einen Schritt zurück. Bringen Bruder Lorenzo 2 Schritte nach hinten, lösen Overwatch aus. Ne, brauche ich 6 Punkte und habe noch immer was übrig für Overwatch. Oh Gott, was macht der? Nein. So. Ne, irgendwie blickt er das nicht. Ich will nur 4 Punkte dafür ausgeben. Einmal. Und, hey. Und zweimal. Ich könnte es auch riskieren zu kämpfen. 1, 2, 3 Schüsse jeweils, aber sobald hier 83% stirbt unser Held genauso schnell. Ich probiere das einfach mal aus. Komm schon, überlebe. Oh, sieht gut aus. Oh mein Gott. Bei 2 plus ist das Ziel tot. Oh Gott. Holy shit, das war knapp. Was in dem Fall? Lass ich Squad Leader Lorenzo einfach hier raus. Das muss sicher nicht einfach nochmal diesen Flammen aussetzen, wenn es nicht sein muss. Und ich glaube, für den Teamstealer würde das keiner überleben. Sie versuchen es gar nicht. Mein Gott, das hat es immer wieder. Okay, das sind eine Menge. Verdammte Menge.
4 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so viel Glück habe und das überleben werde. Ich glaube, da habe ich schon sehr viel Glück gehabt, gerade bei der ersten Runde. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Die kriegen wir schon alle tot, glaube ich. Nochmal schieße ich da nicht. Diesmal bewegen wir uns einfach raus. Ich kann mich sogar zur Seite rausbewegen. Oh. Der hat auch noch einen Punkt. Ja, okay, ich gehe lieber hier zur Seite raus. Das geht noch. Und so, ich liebe noch. Okay, wo kommen die rein? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Da muss ich noch drehen. Ich glaube, ich kann das. Ich kann mich noch weiter rausbewegen. Ohne mich in große Gefahr zu bewegen hier in diesem Zug. Okay, der kommt in Overwatch-Modus. They will fall. Du auch. Scanning for enemy movement. Und du machst nichts. What? What? Weapon jammed. Ich habe einen der Terminator-Spiele vergessen. Ich trottel. Das hätte alles deutlich einfacher machen können. Ja. Naja. Okay, ist auch nichts mehr zu machen. Weapon operational. Okay, wir bewegen es hier raus. Anschließend kommt unser Flammenwerfer-Terminator rein. Von unseren drei Überlebenden, weil leider Bruder Goryeo einen Gehirnkrampf bekommen hat und dadurch gestorben ist. Das kann schon mal passieren. Offen. Und am besten, wir bringen ihn so schnell wie möglich hier raus. Genauso wie Bruder Zeil. Für einen Zug sind wir sicher. Ich glaube, das reicht, um hier rauszukommen. Einmal drehen. Rüber. Oh. So einfach ist das. Okay, ihr kommt gleichzeitig hinterher. With all due haste. Wir sind raus. Mission 1 erfolgreich. Our forces are free überstanden, to advance on the objective. Prepare yourself for battle. Wir rausgekommen sind aufgrund von großartiger Dummheit meinerseits, aber naja, das passiert. Das passiert. Okay, das waren die Einführungsmissionen aus Space Hulk. Ich bin sicher, in der Zukunft kommen auch Psioniker dazu, Skriptor, Magistern und so. Mephisto ist hier, glaube ich, mit dabei. Ja, falls euch das gefallen hat, schreibt ein paar Kommentare, dann mache ich diese Kampagne weiter.
oder wir machen weiter mit einem anderen Spiel, das euch besser gefällt, oder eventuell einfach nochmal weiter mit Warhammer Total War, sobald der Multiplayer wieder geht oder die Singleplayer-Kampagne. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, like und subscribe und so, und bis zum nächsten Mal.